Neben den Krimis gehören Koch- und Esssendungen zu den beliebtesten Sparten. Immer wieder wird an den Fernsehen irgendwelche Kochinnen gekocht, geschnibbelt und ausprobiert. Der Herd, das war schon immer der zentrale Ort eines Hauses. Dort haben sich die Menschen versammelt. Kennst du eine Wohnung ohne Küche? Kennst du eine Küche ohne den Kühlschrank? Küche und Kühlschrank verraten viel über die Menschen, die dort wohnen und leben. Zeig mir deinen Kühlschrank und ich sage dir, wer du bist. Im engen Kühlschrank hat es nichts. Leere, total leer. Es kann durchaus sein, dass in dir gerade auch so leer ist. Also ich empfehle dir dann, nimm Kontakt auf zu einem Menschen, der Vertrauen zu einem hast. Such das Gespräch, weil so leer muss es nicht bleiben in einem Leben. Andere Kühlschränke sind gerade das Gegenteil. Vollgestopft. Richtig voll. Da passiert nichts mehr rein. Da kannst du ja eigentlich nichts finden, weil alles so vollgestopft ist. Solche Kühlschränke verraten etwas darüber, dass man sich Sorgen machen tut. Trotzdem, dass es uns gut geht, tun wir uns hundertfach absichern. Aber es zu viel ist eben ungesund. So heisst es in einem Sprichwort. Hamstern macht nicht glücklich. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Was ihr essen und was ihr trinken sollt. Leben, das ist mehr als Essen und Trinken. Wer von euch kann durch das, dass er sich Sorgen macht, im Leben auch nur eine Stunde anhängen? Kühlschränke, wo es drinnen Aufbachpizzen oder Weinflaschen hat, die erzählen eine andere Geschichte als Kühlschränke, wo so richtig schön aufgeräumt sind. Alles steht an seinem Platz. Es hat gutes, frisches Gemüse drinnen. Es sieht nach einer hervorragenden Esskultur aus. Nichts ist abgelaufen. Alles kann man gerade brauchen zum Kochen. Solche Kühlschränke gehören wahrscheinlich Menschen, die das Leben geniessen, die Freude haben und einen Freundeskreis, der sie immer wieder einladen, um mit ihnen zusammen etwas zu erleben. Aber gibt es diese Sorte Menschen überhaupt? Es hat doch jeder so sein Bürtchen zu tragen. Nobody is perfect. Also, ich glaube schon, wir alle haben ein Verfalldatum. Und mit der Zeit werden wir irgendwie ein bisschen muffelig. Aber wie sagt doch ein anderer Schreiber aus der Bibel, der Prediger? Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als dass er isst, trinkt und sich's gut gehen lässt, als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe ich eingesehen, das kommt allein von Gott. Denn wer kann essen und wer kann sich sorgen ohne ihn? Am wichtigsten an diesem Satz ist, das kommt allein von Gott. Wenn wir das wissen, dann hilft es uns dabei, das Leben einzurichten und vielleicht auch den Kühlschrank.